Hallo, und da war die Katze. Ja, heute Abend bin ich beim Winner im Borussia Park. Da ist heute Abend Grillabend. Ja, und da habe ich mir eine halbe Ente bestellt. Da gibt es auch Hähnchen und Haxen. Fahren wir mal hin und schauen, was das Schönes auf dem Grill hat. Achso, heute. Ja, ja. Und da ist der Urlauber, der alleine im Flugzeug war. 30% ausgeladen. Ja, aber mir war heute voll. Leer, mein Flugzeug war leer. Swiss ist vorher geflogen, 10 Minuten. Und Swiss war voll und Thai Airways war leer. Die Thai war richtig gut besucht. Also mal gucken, was alles auf dem Grill ist. Wir sind hier beim Winne im Borussia Park in Nakula. Gibt's hier Hähnchen, Enten, ja, Haxen, lecker, lecker, lecker. Wenn jemand möchte, sowas habe ich noch zu verkaufen, solche Grills. Ja, da kommen die Leute gleich alles nur auf Bestellung. Da war die Kap. Ja, ich habe schon mal angefangen. Halbe Ente. Rotkraut. Semmelkloß. Ja. Sehr gut. Kinderportion, ja, richtig gut. Also Fleisch vom Knochen. Was kriegst du, Hähnchen oder? Ich habe Mettbrötchen bestellt. Mettbrötchen. Und die Frau Haxe? Keine Ahnung, die hat schon mal Haxe. Ja? Ja, die Haxen sind ja richtig gut. 1,2 Kilo. Ja, wo ich gerade mit gesprochen habe mit dem Stefan vom Kostang, der nimmt Vorderhaxen. Sagt er, die Großen wiegen 2 Kilo. Der weiß nicht, was er mit dem Fleisch machen soll. Ja, heute noch sehr ruhig. Es kommen auch Leute. Ich war reichlich drauf. Alles ist bestellt. Es geht auch alles weg. Ja. Und jetzt fängt an, im Wetter zu regnen. Heute das dritte Mal. Einmal beim Frühstück. Muss ich sitzen bleiben. Gerade beim Rhein eines tollen Postoffice muss ich noch ein Bier trinken. Ja, und jetzt hier. Also, alles weg. Ja, die Ente im Borussia Park beim Winner war wie immer richtig gut. Mit Semmelkloß und Rotkraut. Preis 295 Baht ist also ein sehr guter Preis. Ja, man ist auch dort richtig schönes Dingen. Der Dirk und seine Freundin haben sich eine halbe, jeder eine Viertel, reicht da auch. Ja, das war's dann mal für heute. Am Abend zum Grillen, Ente, Haxen, Hähnchen im Borussia Park, jeden Freitag. Man sollte sich vorher anmelden. Ja, und das war's für heute. Und dann sage ich mal Tschüss, der Dieter.